Herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. In der letzten Folge habe ich den Sicherheitscode beschafft, den ich brauche, um durch diese Tür zu bekommen. Er lautet 500500 3 Bytes. Das soll ein Sicherheitscode sein. Ich habe mich. Ja, also. Gut. Sicherheitscode stelle ich mir anders vor. Egal, sind wir froh, dass es nicht komplizierter ist. Ich lese mal kurz die Questbeschreibung vor. Wir sind immer noch beim Kitomer-Konflikt. Es sieht so aus, als wäre die Jagd nach Jula bald vorbei. Unsere neuesten Spionageberichte deuten darauf hin, dass 4 Sektoren ihre wichtigsten Einsatzgebiete sind, inklusive Kitomer. Ich habe Leute in 3 dieser Sektoren geschickt, aber ich möchte, dass Sie sich persönlich um Kitomer kümmern. General Martok wird mit Ihnen kommen. Wenn Jula dort ist, müssen sich die besten Kräfte der Allianz darum kümmern, dass ihr Einhalt geboten wird und dieser Bürgerkrieg ein Ende findet. Versuchen Sie, sie Leben zu fangen, aber sollte sie Ihnen keine andere Wahl lassen, dann geben Sie ihr den Tod, den sie als Verräterin verdient. Jo, wir haben zuerst, sind wir in die Halle der Allianz auf Kitomer gebeamt, in dessen Kellerräumlichkeiten wir uns jetzt gerade befinden. Haben dort mit dem Botschafter der Föderation, der Klingonen, des Dominions und der Romulanischen Republik gesprochen und mit dem dem Chef dieser Hallen, dem fällt mir gerade nicht ein, wie man, ja, auf jeden Fall dem Hallenbeauftragten sozusagen, ich finde jetzt kein besseres Wort dafür. Dann sind wir in die Katakomben heruntergegangen. Was heißt Katakomben? In die Kellerräume, in die Wartungsgänge, wo wir hier sind, haben dort Krieger des Hauses Mokais gekloppt und letztendlich einen Sicherheitscode bekommen, eben den Sicherheitscode 500, und mit diesen 3 Bytes entriegeln wir jetzt diese Tür. Wir haben den Code doch, hallo? 2, 3, 4, 5. Öffne. Da brauche ich doch nicht nochmal Martok fragen. Ich kann mir doch 3 Bytes merken. My bloodthirst is what keeps us alive. We are Klingons, not spineless ga. Or have you forgotten? Consider your next words to me very carefully, Akka, for they may be your last. I hope we're not interrupting anything important. Übrigens, dieser AK ist derselbe Schauspieler, der in The Next Generation Gauron gespielt hat. The man who should be Tansom. What a disappointment you are. Have you come to bring me to justice? You and your lackeys. More fools chasing Jimpok's blood money. Wenn er dann mal im Bild ist, achtet mal drauf, ne? Der berühmte General Martok, der Mann, der Kanzler sein sollte, was sind Sie doch für eine Enttäuschung? Sind Sie gekommen, um mich zur Rechenschaft zu ziehen, Sie und Ihre Lakaien? Noch mehr Narren, die Jimpoks Blutgeld nachjagen? Geben Sie auf, solange Sie können, Matriarchin. Surrender to the likes of you? I think you overestimate your chances. Mich ergeben an jemanden wie Sie? Ich denke, Sie überschätzen hier ihre Möglichkeiten. Surrender or fight, if you have the spine for it. Geben Sie auf oder kämpfen Sie, wenn Sie sich trauen. You are on the wrong side of history here. This from someone who fired on defenseless civilians. Also falls ich jetzt AK nicht mehr so richtig ins Bild kriege, spult ein bisschen zurück in die Videosequenz und schaut ihn mal genau an. Das muss derselbe Schauspieler sein, der damals Gauron gespielt hat. In der Fernsehserie. Weiß jetzt nicht, ob es Deep Space Nine oder Next Generation war oder beides vielleicht. Aber die Glubschaugen, Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, aber diese Augen, die sind also die hervorstechenden Augen. Foolish woman, I've had enough of your weakness. It's time. Na, na, na.
Dieses Ding bekommen wir als Questbelohnung. Experience Vige. Quicha! Filthy Mark Free! You will pay for this! Das, was er eben gesehen hat, dieses Ding da, das bekommen wir als Questbelohnung, glaube ich. Liliana, stell du mal einen medizinischen Generator auf. Wir werden ihn brauchen. Danke. Du könntest mal den Boden... Achso, macht sie schon von selber. Gut. Brav, brauche ich sie nicht. Diese Dinger meine ich, die der hier gerade hat. Das ist die Questbelohnung, die wir wahrscheinlich kriegen. Oh, Serana hat's erwischt, aber gut. Sie stehen noch genügend meiner Mädels. Irgendwer wird mich schon aufrichten. Da, Liliana macht das. Brav. Gutes Mädchen. Faranil liegt auch am Boden. Moment, das mache ich. Faranil. Meine romulanische Offizierin. So, dann schauen wir mal, ob ich hier mal ein bisschen Ordnung reinbringe. Was? Ja, jetzt wo der Kampf um ist. Super. Naja, egal. That filthy lying Tuck-Tuck! I will send him torn and bleeding to the deepest depths of Grefor! He may have swayed some of my crew with his words, but not all. Not yet. I need to leave this place and secure my ship. Dieser schmierige, verlorene Tuck-Tuck, ich werde ihn blutig prügeln und in die Tiefen von Gretor schicken. Ja, immer diese blumige Aussprache. Vielleicht konnte er einige Mitglieder meiner Crew mit seinen Worten überzeugen, aber nicht alle, noch nicht. Ich muss hier weg, um mein Schiff zu sichern. Sie scheinen vergessen zu haben, dass sie unsere Gefangene sind. We don't have time for your games, fool! If I don't secure my ship, and quickly, Akar will. And you've already seen what he will do with the mycelial weapon. Yes, it was he who gave the order to fire on Kuvat, not I. Sag mal, warum benutzt Amakuni eigentlich keine Waffen? Habe ich denn das... Moment, das muss ich gerade mal checken. Er hat eine. Gut, ich habe es wohl nur nicht gesehen, dass er eine benutzt. Ich dachte, er kämpft waffenlos. Wir haben keine Zeit für Ihre Spielchen, Sinar. Wenn ich nicht schnell auf mein Schiff sichere, wird AK... Ach, Sie haben ja bereits gesehen, was er mit dieser Myzelwaffe anstellt. Ja, er war es, der den Befehl gab, auf Kuvat zu feuern, nicht ich. Was meinen Sie? My lady, the battle goes poorly. We must withdraw. Let's leave them something to deal with while we do. Gunner, target the shipyard and fire the weapon! Belay that order. Target the city as we discussed. Yes, cousin. Gunner, what have you done? I ordered you to target the shipyard! Dishonorable Baktag! That city! The civilians! There were no civilians on Kuvat, my lady. There were only Klingons. And all Klingons are warriors. You would be wise to remember that. Now every warrior in the Empire will know the price of standing against you. And what price will we pay for this, Akar? And will we pay it here? Or in Grethel? If we are victorious, it would be a small price to... Enough! Get us out of here! Maximum warp! Now! Okay, das ist in der Tat eine Überraschung. Das habe ich so nicht erwartet. He's a schemer. We need to make sure he doesn't get control of that glorious relic. Jula calls a ship. Before it's too late. Let's get out of here. We'll figure out what to do with the matriarch later. Dieser AK, er ist ein Intrigant. Wir müssen sicherstellen, dass er dieses glorreiche Relikt, das Jula ihr Schiff nennt, nicht unter seine Kontrolle bringen kann, bevor es zu spät ist. Verschwinden wir von hier. Wir können uns später um die Frage kümmern, was wir mit der Matriarchin machen.
Wo ist denn die überhaupt? Die muss doch hier irgendwo sein. Ich sehe sie aber nirgends. Ich sehe nirgendwo Jaula. Die muss aber doch hier sein. Ja, egal. Lassen wir das. Lassen Sie uns gehen. Also wirklich eine überraschende Wendung. Ach, da ist sie doch. Da ist doch Jaula. Also dieser AK hat einen gewaltigen Verrat begangen und hat dann den anderen gesagt, macht das so wie abgesprochen. Das hat er dann auch gemacht und diese Stadt vernichtet. Wir haben das, das was wir eben in der Videoszene gesehen haben, mit Calrissa gefilmt neulich. Das war, ich suche es euch nochmal raus. Es gibt kein Zentrum mehr. Also das war vor dieser Episode, die Quest, haben wir mit Calrissa gefilmt und da haben wir ja gesehen, dass Jaulas Schiff auf die Stadt gefeuert hat und wir haben gedacht, das wäre Jaulas Befehl gewesen. Jetzt erfahren wir, dass das AK war. Gut. Nochmal als Zusammenfassung für die Videosequenz, falls ihr mit den Untertiteln nicht nachgekommen seid. Was soll ich jetzt machen? Einen Ausweg finden? Jaula gefangen nehmen haben wir und einen. Ach so, da blinkt ja was. Okay, ich dachte schon, wir sind in der Sackgasse der Quest gelandet. What? More Mokai tricks. Contact your ship. See if they can beam us out of here. Verriegelt. Noch mehr Mokai tricks. Kontaktieren Sie Ihr Schiff. Vielleicht können Sie uns hier rausbeamen. Okay, Serana an Haunibu 17. Wir haben Jaula. Beamen Sie uns hoch. Wir können sie nicht erfassen, Herr Meister. Irgendwas erzeugt Interferenzen. Und noch ein Mokai-Trick, den Sie der Liste hinzufügen können. It's a shielding system with a rapidly alternating phase pattern. The only people who know how to bypass it are Akka, my transporter chief, and me. If you want to beam out of here, you're going to need my help. Release me and you shall have it. Es ist ein Schildsystem mit schnell wechselnden Phasenmustern. Die einzigen, die wissen können, wie man das umgeht, sind AK, mein Transporterchef und ich. Wenn Sie hier raus wollen, brauchen Sie meine Hilfe. Lassen Sie mich frei, dann helfe ich Ihnen. Unter keinen Umständen. Nur über meine stinkende Leiche. Perhaps I can be of assistance. Wer bist denn du? Adepa? My lady, I am glad I was able to find you. The situation has grown worse. My Lady, ich bin froh, dass ich Sie finden konnte. Die Situation hat sich verschlechtert. Wie bitte, My Lady? Haben Sie sich auch mit Jaula verbündet? Why wouldn't I? She is the matriarch of House Mokai. And until her return, I was the last of House Mokai. She is my liege. Aha. We can discuss my lineage later. The enemy is moving and does not care about such things. Warum sollte ich das nicht tun? Sie ist die Matriarchin von Haus Mokai. Und bis sie zurückkehrte, war ich der Letzte von Haus Mokai. Sie ist meine Lehnsherrin. Meine Abstammung können wir auch später noch diskutieren. Der Feind ist in Bewegung und er macht sich aus solchen Fragen nichts. Stimmt, was geht hier vor? Jimpok has brought a fleet above Kittimer. And a car has transferred the mycelial weapon from the Lucara to Jimpok's flagship. Jimpok hat seine Flotte in den Orbit über Kittimer gebracht und AK hat die Myzelwaffe von der Lucara zu Jimpoks Flaggschiff transferiert. Hä? Was hat der vor? Der wird... Naja, wir werden es erfahren. Wir müssen verschwinden. Sofort. Agreed. You, Adepa. You managed to get in here. Surely you know how to get out. Mal ein bisschen Ordnung schaffen, dass mir nicht der Überblick verloren geht. Ich habe noch genügend Getränke, dafür haben wir gesorgt. Ja, Sie, Adepa, Sie haben es geschafft, hier reinzukommen. Dann müssen Sie auch wissen, wie man hier rauskommt. I managed to get in here before Akkar activated the shield. I'm just as trapped in here as you are, Martok. I do believe the matriarch has offered you a viable solution to your little dilemma, however. If I were you, I'd take her up on it. Ich habe es hier reingeschafft, bevor AK den Schild aktivieren konnte. Ich bin hier genauso wie Sie gefangen, Martok. Allerdings denke ich, dass Ihnen die Matriarchin einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma aufgezeigt hat. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich darauf einlassen.
Sieht aus, als hätten wir ein Problem. Siehst du unsere Gefangene? Listen. I could have shot you and Martok in your foolish heads while you were trying to open that door. You'd be dead and your prisoner and I would be on our way to safety. We're beyond that now, yes? We now share common goals. Let her go and help us put an end to Akkar. After that, if you want to duel to the death or some such nonsense, we will be happy to oblige you. Hören Sie, ich hätte Sie in Martok erschießen können, während Sie versucht haben, die Tür zu öffnen. Sie wären tot und Ihre Gefangene und ich wären auf dem Weg in die Sicherheit. Aber das liegt jetzt hinter uns, ja? Wir haben nun ein gemeinsames Ziel. Lassen Sie sie gehen und helfen Sie uns, AK auszuschalten. Wenn Sie mich anschließend noch zu einem tödlichen Duell oder so herausfordern wollen, stehe ich gerne zur Verfügung. Also gut, fürs Erste haben wir ein gemeinsames Ziel. Sehe ich auch so. Müssen wir pragmatisch denken. Come with me. AK ist das größere Problem. Kommen Sie mit, dieses Gebäude hat viele Geheimnisse. Let's get out of here, shall we? Lassen wir uns von hier verschwinden, ja? Sie haben mir niemals von einer Hintertür erzählt. Be thankful, I thought of it. Hmm. Sie haben nicht gefragt, seien Sie dankbar, dass ich daran gedacht habe. Hmm? Mokai Artisan designed these tunnels. Their secrets are ours alone. Ein Mokai-Handwerker hat diese Tunnel entworfen. Die Geheimnisse dieser Tunnel gehören uns. Halt, ich will erst sicher gehen, dass die andere Seite sauber ist. Alles klar, los geht's. Hauptkarte, oh je, jede Menge rote Pünktchen. Wie haben Sie es an Akkars Sicherheitsmaßnahmen vorbeigeschafft? Ich habe mehr über Sicherheit vergessen, als Akkar je lernen wird, my lady. Sie sind doch immer wieder beeindruckend. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass Akkar und Jaula spitze Ohren haben. Hier, ich tue sie mal ins Bild rücken. Während ihre Verwandte, die ja angeblich auch von Haus Mokai ist. Wo ist sie denn gerade? Da. Normale klingonische Ohren hat. Ich rück sie mal ein bisschen ins Bild, wenn es geht. Moment. Ja. Das muss was zu bedeuten haben. Ich weiß nicht, romulanisches Blut vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir sie erfahren werden, aber ich wollte mal ausdrücklich darauf hinweisen. Weil das könnte vielleicht noch interessant werden oder wichtig oder so. Vielleicht auch nicht. Quiet! Jimbok's forces are ahead. Leise! Davon sind Jimbok's Truppen. Wieso Jimbok's Truppen und wieso sind die feindlich? Okay. Mine? Dann medizinischen Generator. Jimbok will sie alle tot sehen, ohne Ausnahme. Das ist ein Massaker. Jimbok ist verrückt geworden. Er ist nicht besser als ein Fekiri. Okay, ist es überhaupt Jimbok? Kann das auch ein Wechselbalg sein, oder... Oder vielleicht ein Undine? Undinen sind ja auch Formwandler, ne? Gut, lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist Jimbok auch einfach nur Jimbok und war schon immer so, wie er ist. Dass er sich den Kanzlertitel unehrenhaft erworben hat, ist ja... Ja, gut, können wir nachlesen in der Geschichte. Ich hab's in der letzten Folge erwähnt. Ja. Also so ganz ehrenhaft lief das nicht ab. Den hat er sich schon... bisschen unsauber unter den Nagel gerissen. Aber gut, vielleicht läuft das unter Klingonen einfach so. Trotzdem überrascht es mich. Jimbok hat uns doch damit beauftragt, das hier zu tun. Und jetzt greifen uns seine Krieger an. Wenn öffentlich wird, was hier passiert ist,
Wenn öffentlich wird, was hier passiert ist, wird Jimbok keine Verbündeten mehr übrig haben. Selbst seine eigenen Leute wurden nicht verschont. Jimbok wird und nicht davon kommen. Es ist ein bisschen schwierig, gleichzeitig zu kämpfen und vorzulesen. Meine Krieger, sie sind in der Unterzahl. Nicht lange. Genau, dafür sorgen wir schon. Ich könnte ein bisschen Heilung brauchen. Hallo, Leute. Medizinischer Generator, bitte. Und nach Hilfe rufen. Hilfe! Hilfe! Würde mir bitte jemand helfen? Stehen da noch ein paar Mädels? Hallo? Ich versuche inzwischen trotzdem die Schlacht zu zeigen. Und jetzt muss ich zuschauen. Wo liegen sie denn? Ich brauche jetzt dringend Liliana. Okay, ich... Solange ich nicht weiß, wo Liliana liegt. Ach ja. Moment. Borgnaniten. Zu spät. Verdammte Axt. Ich hätte jetzt wirklich dringend den medizinischen Generator gebraucht, aber es... Ja. Lief nicht. Amakuni, hallo Amakuni, du stehst doch noch. Komm mal her. Mietz, Mietz. Komm. Küss mal deine Prinzessin wach. Ja, oder Faranil. Nein, Amakuni, du bist... Hallo? Das klappt doch, oder? Jawohl. Gut, dann müsste ich auch Faranil auf die Füße gestellt haben mit dem... Genau. Wir sind wieder im Geschäft. Super. Nein! Heilung! Wo sind denn meine... Wo ist Navar und Liliana? Navar ist meine Heilerin gerade. Amakuni kümmert sich schon drum. Offenbar ist die unter den Boden durchgebackt. Ja, habt ihr das gesehen? Da kann ich natürlich lange suchen. Wie ist doch das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes. Wir sind weit davon entfernt, Freunde zu sein, Jola. Belassen wir es vorerst bei Verbündete. Transporters. Jimbok and Akkar are sending reinforcements. Das passt. Also gut, los geht's. Moment, Transporter. Jimbok und Akkar schicken Verstärkung. Gut, wenigstens steht der medizinische Generator. Okay, ist das Jimbok selber? Ja. Sieht so aus. Jimbok sent Jarrod. Jarrod. Loyal, aber entbehrlich. Also Jimbok hat Jarrod geschickt. Loyal, aber entbehrlich. Vergiss es. Ich glaube, ich hole mal hier eine Sicherheitseskorte. Und tatsächlich verwende ich mal eine remanische Verstärkung Elitewache. Der Kampf ist doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Habe ich die jetzt verschwendet? Das ist bedauerlich. Ja, meine Remaner sind noch da. Die bekommt man über den Romulaner-Ruf. Gut, wenn ich jetzt mit den Remanern schon angefangen habe, zeige ich euch mal kurz, wo es die gibt. Neuromulus, aktives Projekt. Da könnt ihr mehrere Verbrauchsgegenstände erwerben und da gehören auch Bodentruppen dazu. Ja. Remanische Verstärkung, Elitewache, die sind das. Kosten 1250 Tilithium und 10 Romulaner Marken. Ihr bekommt dann, ich glaube, 10 Stück. 10 so Dinger. Und ich bin gerade froh, sie zu haben. What is the meaning of this? What is the meaning of this? Jimbok sent down some brand. We're disposing of it. Was geht hier vor? Jimbok hat Abfall nach unten geschickt. Was? Was ist denn das? Das kenne ich doch von woanders her. So, nach dem Vorsitzenden der Allianz sehen. Der Schad. What is going on? Outward comms have been jammed. Klingon forces are beaming down and attacking civilians.
Matriarch, you said something like this wouldn't happen. I should have never agreed to shelter you here. Aha, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Was ist hier los? Die Kommunikation nach draußen ist unterbrochen. Klingonische Truppen beamen herunter und greifen Zivilisten an. Matriarchin, Sie sagten, so etwas würde nicht passieren. Ich hätte Ihnen hier niemals Unterschlupf gewähren sollen. Wir hätten es wissen müssen. Ihre Sicherheit war doch zu lax. Save your petty judgment for someone who cares. Jim Pock has been a problematic leader for some time now. I thought Ja'ula could remove him from power with a minimum of bloodshed. Clearly, I thought wrong. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das für einer ist, das ist ein Kaitianer. Und in der Sternflocke gibt's Ferasana. Wenn man mal in einem Wiki nachforscht, sind diese beiden Rassen miteinander verwandt. Aber wenn ihr das genauer wissen wollt, könnt ihr ja selber nachforschen. Sparen Sie sich Ihr lächerliches Urteil für jemanden, der sich etwas daraus macht, der Haarmeister. Jim Pock war schon lange ein problematischer Anführer. Ich dachte, Ja'ula könnte ihn mit so wenig Blutvergießen wie möglich absetzen. Ich habe mich geirrt. Und wer ist jetzt voreingenommen? Enough! We need to deal with this before it escalates beyond our control, if it hasn't already. Jim Pock is up to something here, and he doesn't want any witnesses. Das ist nicht gut. Ha! Aren't you the master of understatement? Chairman, give the evacuation order and then head to the transporter room. We will get you out of here in one piece if we can. Sie sind wohl ein Meister der Untertreibung. Vorsitzender, ordnen Sie die Evakuierung an und begeben Sie sich dann zum Transporterraum. Wenn möglich, bringen wir Sie hier in einem Stück heraus. Wir werden für die Verwundeten tun, was wir können. This is no way to die. Ja, get moving. Go, run! Sag mal, da hat doch jetzt mein Schiff gefeuert. That rift will kill every witness to these crimes. Dead warriors tell no tales. Laufen Sie los. Then we must save anyone we can. Das sind Elahi, ich hab's geahnt. Don't risk their lives. Ich komm gerade mit dem Lesen nicht hinterher, da unten stehen die Dialoge. Ich komm jetzt nicht hinterher mit dem Lesen. Dieser Riss wird alle Zeugen dieses Verbrechens töten. Tote Krieger reden nicht. Dann müssen wir so viele retten, wie wir können. Also ich versuch's mal so nach und nach nachzuholen. Wo lang? Schicken Sie Ihre Offiziere voraus, setzen Sie Ihre Leben nicht aufs Spiel, passen Sie auf die Elahi auf. Wo soll ich denn hin? Ich verstehe gerade nicht, was ich... Warte mal. Überlebende helfen. Hier entlang. Keep moving. Nein, nein. Enemy targets on sensors. Ist das jetzt tödlich für mich? Okay. Blöd gelaufen. Da hilft mir keiner Respawn. Also gut. Damit hätte eigentlich die Story jetzt enden müssen. Sind wir mal froh. Hallo? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hallo? Ah ja, da. Ich müsste eigentlich eine neue Folge aufmachen. Das mache ich jetzt hier auch, und zwar auf die ultra kurz schnelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.